CDU und Steuererhöhung sind so zwei Begriffe, die kriege ich noch nicht so richtig zusammen. Mhm. Sie offenbar schon. Wessen Idee war das? Was heißt Steuererhöhung? Also die Frage ist... Was heißt das? Also Sie machen gar keine Steuererhöhung? Also die Frage ist, sollen wir nach 25 Jahren eine große Steuerreform machen? Wenn wir die machen, ja, müssen wir den Soli meines Erachtens komplett abschaffen. Eigentlich schon seit Jahren, weil wir das den Leuten versprochen haben. Mhm. Zweitens muss der sogenannte Mittelstandsbauch abgeschafft werden. Ja. Mittelstandsbauch bedeutet, um das mal ganz plastisch zu sagen, in den 60er, 70er Jahren müssten sie das 15- bis 20-fache des durchschnittlichen Lohnes verdienen. Mhm. Und dann mussten sie den Spitzensteuersatz zahlen, als sogenannte Grenzsteuer. Mhm. Heute das anderthalbfache. Also ja, jemand, der 63.000 Euro verdient, ab 63.000 okay, zahle ich 42%. Und damit treffen sie komplett die Mittelschicht, weil wir jahrelang nichts gemacht haben. Ja. Und wenn sie das abbauen, entlasten sie auch überproportional okay, Menschen, die 800.000, 900.000 Euro im Jahr verdienen. Und da ist die Frage, ob wir in diesen Zeiten, wo wir 6-8% Inflation haben, uns nicht bei den Reformen auf diejenigen konzentrieren, die es wirklich brauchen. Und deswegen will ich diejenigen, die viel verdienen, nicht zusätzlich entlasten, aber auch nicht ja, belasten. Und okay, deswegen ist es am Ende egal, wenn Sie den Steuertarif, sagen Sie mal, ich nehme jetzt mal diese 63.000 und die würden in Zukunft ab 100.000 gelten. Das heißt, jemand, der so ein versteuerndes Einkommen von 100.000 im Jahr hat, muss den Spitzensteuersatz zahlen. Wenn wir ab diesem Zeitpunkt dann den Steuertarif hochziehen, okay, werden selbst Einkommen, die Hunderttausende im Jahr verdienen, nicht zusätzlich belastet, so, weil sie entlastet werden. Also ich will Ihnen einfach... Ist lustig, oder? Ich habe gerade nach Steuererhöhungen gefragt und Sie antworten gefühlt 2 Minuten 30 und das Wort Steuererhöhung kam kein einziges Mal drin ja, vor. Sie haben stattdessen über Entlastungen ja, gesprochen genau, und wie großartig das alles ist, was Sie da genau, vorhaben. Wo ist die Steuererhöhung? Weil, es gibt keine Steuererhöhung. Weil der Begriff Steuererhöhung Erhöhung suggeriert, ja, ja, dass ich entlasten will. Ja, beziehungsweise belasten. Ich will aber entlasten. Genau. So, und das ist nämlich mein Problem. Und deswegen den Steuertarif okay, wollen wir erhöhen. Also was wollen Sie machen? Wo wollen Sie Steuern erhöhen, Herr Lehnemann? Gar nicht. Also unterm wie? Strich, ja, Steuererhöhung heißt ja eigentlich, dass ist ich das zusätzlich belasten will. Können wir das rausgeben? Also nein, CDU gegen Steuererhöhungen? Nein. Ich möchte eine große Oder Steuer... Oder Carsten Lehnemann schließt Steuererhöhungen aus? Herr Lanz, ich möchte schließen eine, Sie aus? Ich möchte eine große Steuerreform... Okay. Und am Ende ist es egal, wo der Tarif liegt bei hohen Einkommen, weil grundsätzlich fast alle entlastet werden, weil die Entlastungswirkung vorne, Soli weg, Mittelstandsbauch weg, okay, so groß ist, okay, dass selbst jemand, der 1 Million verdient, im Jahr noch entlastet wird. Und deswegen möchte ich den Steuertarif erhöhen, dass der nicht so stark entlastet wird, sondern nur wenig aufgrund also der aktuellen Situation. Steuern erhöhen. Im Tarif will ich eine Steuererhöhung, ja. Ja, am an Ende, welcher Stelle? Am Ende. Okay. Das ist ein Grundsatzprogramm. Wir ja, reden über eine grundsätzliche Steuerreform. Und ich kann in der heutigen Zeit keine Steuerreform machen, wo ich jemand, der im Jahr ein zu versteuerndes Einkommen von 1 Million hat, noch um 50.000, 60.000 entlasten. Aber, Herr Lindemann, warum sagen Sie es nicht einfach? Verstehe ich jetzt nicht. Es versteht keiner, was Sie gerade hier erklären. Sagen Sie doch einfach, ja, aber das Sie wollen ganz viele Leute entlasten und einige wenige wollen Sie deutlich höher belasten. Das ist doch das Ding, oder nicht? Genau, ja, das sind einige wenige. Ist das so? Ja, das ist so. Das stimmt nicht. Okay, also nochmal, bei wem gibt es Steuererhöhungen? Ab wie viel Euro? Das ist ein Grundsatzprogramm. Bei demjenigen, der, das muss man, je nachdem, wie stark ich unten entlaste. Wenn ich unten stark entlaste, wird der ach, auch verstehe, partizipieren. Okay. Also, der Steuerzahlerbund hat es mal gerechnet. Okay. Und der kam auf Einkommen in okay, Höhe von 1 Million oder 1,2 Millionen. Ab diesem Zeitpunkt wird und die sollen dann, mehr zahlen? Die sollen mehr zahlen. Das heißt, Friedrich Merz wird es erwischen. Es wird doch sehr egal, viele, Frau Herrmann. Also ich erzähle jetzt mal gerne, was die CDU beschlossen hat, ja? Um erstmal das klar zu haben. Es geht um eine Steuerentlastung von 50 Milliarden Euro. Ja. Diese Steuerentlastung kommt dadurch zustande, dass der Soli abgeschafft werden soll. Den zahlen im Augenblick nur noch die hohen Einkommensbezieher, also die obersten 5% der Bevölkerung. Da geht es schon mal um 10 Milliarden. Dann kommt die Entlastung dadurch zustande, dass man den Steuertarif streckt.
Davon profitieren alle. Davon Steuertarif streckt heißt, jetzt beginnt der Spitzensteuersatz bei ungefähr 62.000. Bei den 63.000 und dann soll der Spitzensteuersatz künftig bei ab 100.000 gezahlt werden. Was ja eine gute Nachricht ist. Genau. Und davon dieser Entlastung profitieren aber nicht nur die Leute, die sagen wir mal 80.000 verdienen, sondern von dieser Entlastung profitieren alle, egal wie viel sie verdienen, weil ja alle immer nach der Progression zahlen. Und dann soll es noch eine Unternehmenssteuerreform geben. Um das mal kurz zusammenzufassen, von dieser Steuerreform profitieren im Wesentlichen die sehr Gutverdiener und ein bisschen, aber nur ein bisschen, die obere Mittelschicht. So, und aber vor allen Dingen profitieren alle Leute. Warum? Wenn ich den Mittelstandsbauch abschaffe, treffe ich doch genau die Unteren. Nein, weil die Progression trifft alle. Ne? Ja, das war ja auch eben mein Argument. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, so, und deswegen wollen wir hinten den Tarif erhöhen. Nee, den erhöhen Sie aber nicht, sondern hinten wird der Warum? Tarif... Warum? Das können Sie doch gar nicht wissen. Doch, ich habe ja Ihr Programm gelesen. Und da steht ja drin... Das können Sie gar nicht gelesen. Wieso? Sie haben doch darüber bei der Ludwig-Erhard-Tagung schon erzählt. Und nein, da gibt es einen Weltartikel und da steht das alles drin. So, also, und Sie haben nicht gegen den Weltartikel widersprochen. Und da konnte man dann erkennen, dass der Spitzensteuersatz von 42% auf 45% steigen soll. Wir werden doch im Programm nicht schreiben 42% auf 45%. Es geht einfach um die Frage, wir müssen die arbeitende Bevölkerung in Deutschland entlasten. Okay. Die ersticken unter hohen Sozialabgaben und Steuern. So, und wir wollen einfach nicht alle in dem Maße entlasten, weil sie das in dieser Zeit nicht aushalten. Ja, doch, und deswegen sollen diejenigen, die sehr gut verdienen, nicht so entlastet werden und einige wenige, werden zusätzlich belastet. So. Habe ich es jetzt, Herr Lanz. Ist doch nicht schlimm. Wer wird denn belastet? Also, das ist doch, also wirklich. Darf ich noch einmal eine Sache sagen? Sie dürfen dann, Herr Südekum, also, bin ich gespannt. Bisher, ne? Und Herr von Fritsch ist übrigens auch, versteht auch was von Wirtschaft. Ja, also, genau. Aber bisher müssen doch Leute, die 1 Million verdienen, 45% zahlen, weil die die Reichensteuer zahlen müssen. Bei Ihnen kommt die Reichensteuer aber gar nicht mehr vor. Doch, sehen Sie, sind Sie nicht richtig im Bilde. Aha, ich wäre sogar bereit, auf 48% oder 49% Ach, zu gehen. Bei das ist jetzt mal das eine ist doch das, was das ich ist frage. Die Nachricht. Ja, aber selbst die werden noch entlastet. Weil am Anfang die Entlastung über den Soli und den Mittelstandsbauch so schwer wiegt, das ist ja das Argument, was ich die ganze Zeit sagen will, dass ich selbst Einkommen im höheren Bereich entlaste. Aber das genau. Aber man kann zusammenfassen. Ja, man kann aber zusammenfassen: Die Entlastung, die sehr substanziell ist, wird vor allen Dingen die Gutverdiener begünstigen. Überhaupt das nicht die Gutverdiener. Auch, jemand, der heute Mindestlohn, hat, der zahlt muss heute Steuern. Natürlich zahlt der Steuern. Sogar im dreistelligen Bereich. Ja, aber die zahlen so wenig Steuern, dass die... Ja, was heißt so wenig? Der zahlt heute dreimal so viel wie vor der Mindestlohnerhöhung. Das heißt, auch die unteren Einkommen treffen Sie. Und jedes Mal, Frau Herrmann, wenn Sie unten entlasten, entlasten Sie ja auch oben mit. Ja, eben. So, und deswegen ziehen wir den Tarif höher, weil diejenigen, die oben sind, nicht zu stark entlastet werden sollen. Und Herr Lanz hat recht, einige werden dann auch zusätzlich belastet. Und das ist auch gar nicht schlimm. Die werden, nicht belastet, sondern... Das ist auch gar nicht schlimm. Guck mal, hier ist, aber spannend, macht gerade Spaß zwischen den beiden. Herr Südekum, für mich, ne, ich verstehe davon nicht wirklich was, aber für mich klingt das eigentlich nach keinem wirklich schlechten Plan. Also es klingt so, als hätte die CDU plötzlich so eine soziale Ader entdeckt. Hatte sie immer schon, aber jetzt noch ein bisschen mehr. Ja, die Konfusion. Oder sehe ich das falsch? Ich kommentiere ein bisschen ins Blaue hinein, weil wir ja noch nicht wirklich wissen, was der Vorschlag ist. Es gibt so eine Gerüchtelage und die Gerüchte, die man heute so liest oder gestern, das sind ein bisschen andere als die Gerüchte, die man vor 3 Wochen gelesen hat. Aber es ist spannend, da war zum Beispiel was da passiert, noch die Frage von Erbschaftssteuer. Heute heißt es soll jetzt eben doch keine fundamentale Erbschaftssteuer. Reden wir gleich über Erbschaftssteuer gleich, aber erstmal Einkommenssteuer. Einkommenssteuer, ich meine, die Konfusion hier ist sozusagen diese Komplexität mit den Grenzsteuersätzen und der Progression. Ich glaube, einfacher zu verstehen ist, wenn man über Durchschnittssteuersätze redet. Und jemand, der Spitzensteuersatz bei der Grenzbelastung bezahlt, der zahlt ja nicht 42% Steuern im Durchschnitt, sondern jemand mit 60.000, da sind es noch nicht mal 30%, die im Durchschnitt gezahlt werden. Weil der Spitzensteuersatz erst für jeden Euro jenseits von 60.000, grob gesagt, fällig wird. Einfacher ist ja die Rechnung so, also, wenn ich jetzt Carsten Lindemann höre, dass alle entlastet werden sollen, nur unterschiedlich stark. Die Rechnung wird nicht aufgehen, weil dann werden die Steuereinnahmen aus der Einkommensteuer entsprechend wegbrechen. Und dann müssten wir ja irgendwie gucken, wo soll dann dieses Geld herkommen. Wichtiger, eine echte aufkommensneutrale Reform wäre tatsächlich auch, was die Durchschnittssteuersätze angeht, oben zu belasten, um dann Mittel zu haben, um unten und in der Mitte Entlastung zu machen. Und ich da ist ein großer Handlungsbedarf. Ich würde aber was oben nicht auf 50% gehen. Was wirklich, ich glaube, das größte Problem ist im Einkommensteuertarif, ist vor allem der Bereich
unten, ja, genau. Also im Grundfreibetrag, Leute, die im Jahr so zwischen 10.000 und 20.000 verdienen, so. Also wirklich nicht viel. Da gibt es nämlich die größten Perversitäten. Dass nämlich jemand, das ist das, was Herr Lindemann gerade angesprochen hat. Ja, ne? Das ist, würde ich noch nicht als den Mittelstandsbauch bezeichnen. Nee. Nicht? Also das ist quasi unten die Problematik, dass jemand 1 Euro brutto mehr verdient und de facto am Ende weniger Geld in der Tasche hat. Weil die Steuer reinschlägt, die Sozialversicherungsbeiträge reinschlagen und der Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen, zum Beispiel Wohngeld, entsprechend entfällt und gekürzt wird. Das muss dringend geändert werden aus meiner Sicht. Und das kostet aber Geld. Wenn man das entlasten will, kostet das Geld. Dann muss man oben auch wirklich tatsächlich stärker belasten. Okay. Und das Zweite, um uns einmal jetzt mal sozusagen nach oben da weiter durchzuarbeiten. Mittelschicht ist gerade gefallen. Ich habe das selber auch auf vielen Reisen so gesehen. Wenn man durch Amerika fährt, kann man sich das angucken. Also in dieser Globalisierung, die für viele Leute sehr viel Wohlstand gebracht hat. Ja, Sie beschreiben das auch sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch, was Globalisierung eigentlich an vielen Ecken für ein großer Erfolg war. Aber die Mittelschicht in vielen Industrieländern ist dabei schwer unter die Räder gekommen. Das heißt, es ist doch völlig in Ordnung zu sagen, wir entlasten genau diese Leute, die heute einen Großteil ihres Einkommens für Miete, Inflation, was auch immer, einfach ausgeben müssen. Und am Ende bleibt nichts davon übrig. Nein, das ist doch ein vernünftiges Programm. Also man sagen würde, stärkere Belastung oben und dafür Entlastung unten und in der Mitte, ist das aus meiner Sicht ein vernünftiges Programm und entspricht in etwa dem, was bei der SPD und bei den Grünen im Parteiprogramm steht. Aber warum machen Sie es dann nicht? Warum haben Sie es in der Zeit der Großen Koalition nicht gemeinsam mit der SPD gemacht? Weil das nicht gut war. Weil ich das immer kritisiert habe. Weil dieses Land sich eigentlich nur um diejenigen kümmert, die unten sind und ganz oben. Die haben keine Probleme. Das Bürgergeld ist super organisiert, die Sozialleistungen laufen super. Aber die Leute, die hier arbeiten gehen, die sich einsetzen, die leisten, die fallen hinten drüber. Es will keiner nach Deutschland kommen, aus dem Ausland. Wir sind nicht attraktiv genug, weil wir die höchsten Steuern haben nach Belgien. Und es ziehen sogar welche weg wegen unserer Steuern und der hohen Sozialabgaben. Alles richtig, so, was er sagt. Also alles richtig. Aber, der Reformvorschlag, der jetzt sich sozusagen abzeichnet, den hätte man ja auch in der vergangenen Legislaturperiode im Prinzip ja so umsetzen können. Das macht es ja nicht besser. Nee, ist ja gut, dass ich sozusagen Selbstkritik, jetzt ist doch gut. Ja, es ist, scheint ein ehrlicher Wahlkampf zu werden. Also man muss jetzt mal sagen, dass die Belastung der Mittelschicht kommt nicht durch die Steuern, sondern durch die Sozialabgaben. Beides. Nicht beides, sondern durch die Sozialabgaben können Sie auch bei der OECD nachlesen. So, an diesen Sozialabgaben ändern Sie aber gar nichts. Sie ändern nur was an der Steuer und zwar deswegen, weil die Spitzenverdiener fast nichts an Sozialabgaben zahlen, sondern vor allen Dingen an Steuern. Mhm. Und Ihr ganzes Programm, so wie wir es jetzt kennen, ist darauf ausgelegt, dass die Wohlhabenden, vor allen Dingen die Wohlhabenden, entlastet werden. Denn wie gesagt, insgesamt wollen sie 50 Milliarden entlasten. Sie haben keine Gegenfinanzierung. Die Gegenfinanzierung, soweit man das bisher hören konnte, soll darin bestehen, dass man bei den Sozialausgaben des Staates kürzt. Das heißt, das ist ein Programm, wo am Ende die Reichen profitieren und der Rest profitiert entweder gar nicht oder muss sogar noch Einsparungen hinnehmen. Frau Herrmann, hier sitzt ein CDU-Politiker. Ja, eben. Der sagt, wenn wir diese Tarifreform machen, dann ist es am Ende egal, ob wir beim Spitzensteuersatz für Wohlhabende bei 42, bei 45, ich würde sogar sagen, bei 49 landen. Wo ist die Grenze? Ich würde persönlich nicht auf über 50 gehen. Die Franzosen sind ja mal auf 70 gegangen. Weil sie in Konrad Adenauer Urlaubsort da getagt haben, der große Arbeiterführer Helmut Kohl hat ja einen Spitzensteuersatz. Genau, das würde ich nicht machen. Ich würde irgendwo bei unter 50. Nur ich sitze hier und sage das. Und das kritisieren Sie dann noch. Ich bin mir sicher, Frau Herrmann, vor 3 Wochen hätten Sie nie gedacht, dass ein CDU-Politiker hier sitzt und sowas sagt. Und deswegen glauben Sie mir, das ist überhaupt gar keine soziale Kälte, die wir hier austragen, sondern ich glaube einfach, dass diese Masse an Menschen, das sind Millionen, die sind zu langweilig für die Schlagzeile. Die wohnen auch nicht in Berlin-Mitte, wo die Journalisten sind, sondern die sind im ländlichen Raum überall verteilt. Und die haben die Schnauze voll, dass wir uns um die seit Jahren nicht kümmern. Auch in der Großen Koalition nicht. Und deshalb müssen wir es machen und das ist das Ziel der Union. Darf ich mal eine Frage stellen? Wie hoch wird die Entlastung insgesamt sein? Wie viele Milliarden werden das sein? Frau Herrmann, das ist ein Grundsatzprogramm für die nächsten 10, 15 Jahre. Okay. Ich bin in die Politik gegangen, um dieses Land nach vorne zu bringen. Wir sind kurz davor, es vor die Wand zu fahren. Alle Ecken und Enden, überall läuft es nicht mehr. Wir haben Fachkräfteproblem, Inflationsproblem, vieles mehr. Und jetzt lassen Sie uns doch mal kümmern um diesen Teil der Gesellschaft. Und da muss man hinterher gucken. Ja, wir müssen neue Prioritäten setzen. Und in einem Punkt hat Frau Herrmann recht. Wenn wir diese Zeitenwende haben und neue Prioritäten setzen, dann müssen wir auch ein ehrliches Programm machen mit unbequemen Wahrheiten. Und das ist auch
mein Anspruch. Sie und Friedrich Merz sind sozusagen die Ehrlich Brothers der Politik jetzt. Nein, ich möchte 2025 einen ehrlichen Wahlkampf. Ich möchte, dass wirklich, das sagen Sie so? Das heißt, ja. Die anderen waren nicht ehrlich bis jetzt? In den letzten Jahren. Ist das erste Mal, dass Sie das machen, einen ehrlichen Wahlkampf? Nein, also in den letzten Jahren schauen sich doch die FDP, die Grünen, die SPD auch meine Partei an. Warum muss man das betonen? Ja, Sie werden doch nicht gewählt für unbequeme Wahrheiten. Da sagt man doch immer dann im Hintergrund. Sie sind jetzt das erste Mal ehrlich, 25? Nein, insgesamt, alle Parteien wollen doch immer wieder gewählt werden. Wollen doch wieder gewählt. Meine Frage war eine andere. Das heißt, die Leute werden vorsätzlich belogen? Nein, die werden nicht vorsätzlich belogen. Sondern aber man sagt natürlich, hinter die Fichte geführt, beschummelt, behumst. Also ich habe noch nie einen Wahlkampf erlebt, wo man im Ansatz erklärt hat, wie man die ganzen Versprechen, die man im Wahlkampf ausruft, bezahlen. Machen Sie gerade auch nicht. Doch, nee. Können wir jetzt gerne aber gleich drüber reden. Doch. Ich würde aber ziemlich gerne drüber reden. Erstmal gut. Erstmal gut, Herr Lindemann, aber wir reden gleich darüber. Ich würde Carsten Lindemann insofern beispringen wollen, dass es tatsächlich ein bisschen höherer Grad an Ehrlichkeit ist. Wenn ich nochmal an den Wahlkampf 21 zurückdenke, sowohl bei der CDU als auch bei der FDP, dann bestand das Wahlprogramm im Prinzip daraus zu sagen, wir wollen für alle möglichen Dinge mehr ausgeben, Investitionen, wir wollen alle steuerlich entlasten und auf gar keinen Fall neue Schulden machen. Und dass dieser Dreisatz nicht aufgeht, das ist wohl klar. Insofern ist es jetzt ehrlicher zu sagen, wir brauchen auch eine Steuerreform, wo tatsächlich auch einige Gruppen stärker belastet werden, auch wenn er sich jetzt noch ein bisschen drumherum windet, wer das jetzt genau ist. Spannend. Und ist total interessant. Aber jetzt habe ich noch mal eine Frage. Verständnisfrage. Herr von Fritsch, bitte. Also als ein völliger Laie, aber betroffener Bürger. Aber Sie als neuer, weiterer Bestseller-Autor jetzt, Spitzensteuersatz, Sie sind auch wieder dran, damit Ihnen das klar ist. Ja? Würde ich gerne verstehen, wie wird das, was man an Vorschlägen hat, denn tatsächlich gegenfinanziert? Die Entlastung, ich finde das sehr gut, dass man den Mittelstand, der zum Teil sehr ungerecht belastet wird, entlastet. Aber wo kommen die Einnahmen her, die wir ja tatsächlich brauchen werden? Natürlich ist die einfachste Antwort, die aber auch trotzdem richtig ist, über Wachstum. Wenn dieses Land jedes Jahr mit 1-2% wächst oder 3%, kriegen wir Steuereinnahmen und wir können das alles finanzieren. Aber darüber hinaus gibt es auch unbequeme Antworten. Dass wir beispielsweise sagen, unsere Sozialversicherungen können wir so nicht weiter am Leben halten, auch finanziell. Und wir müssen beispielsweise darüber nachdenken, ob wir nicht sagen, es geht nicht weiter mit dem Ausufern, sondern wir sagen, vielleicht brauchen wir eine Sozialstaatsquote von 30% und da ist Schluss. Ähnlich wie die Schuldenbremse. These ist, dass man sagt, 30% des Sozialproduktes kann ich für Soziales ausgeben. Aber was heißt das in der Konsequenz? Das heißt in der Konsequenz, dass wir sogar eine noch sozialere Politik machen, als wir jetzt machen, ist meine These. Weil sie dann ganz anders mit dem Geld umgehen. Sehen wir jetzt auch bei der Schuldenbremse. Dadurch, dass die Politik diese Bremse hat, gehen wir in normalen Zeiten, ich lasse das jetzt die aktuelle Zeit mal weg, weil wir die Schuldenbremse aussetzen, mit dem Geld noch mal anders um und können nicht alles versprechen. Und bei den Sozialleistungen ist es ähnlich. Wenn wir sagen, wir haben eine Sozialstaatsquote von 30%, da ist Schluss. Dann werden beispielsweise, ich sage es jetzt mal ganz offen, dann wird die CDU nicht eine dritte Mütterrente versprechen können, sondern muss sagen, wir werden jetzt gezielt diejenigen unterstützen, zum Beispiel diejenigen, die im Alter von 60 Jahren eine Pflegerin nicht mehr arbeiten kann, oder jemand, der auf dem Dach unterwegs ist, der bekannte Dachdecker, 90% der Dachdecker sind mit 60 nicht mehr auf dem Dach. Die wollen wir jetzt stärker konzentriert unterstützen, aber die Politik mit der Gießkanne, mit vollen Händen, können wir uns nicht mehr leisten. Ja, aber man muss sich mal klar machen, was das heißt. Also im Augenblick ist die Quote der Sozialleistungen bei 40%. Und stimmt da, nicht. Jedoch. Was ist Ihre Zahl, Herr Lillemann? 31, so und so viel. Können Sie bei der OECD nachlesen. Ist egal. Wenn wir uns jetzt nicht streiten, können wir... Herr Südekum, haben Sie eine andere Zahl? Ist egal, komm. Nein, ich habe keine andere Zahl. Muss, also muss man auch nicht so aufs Komma perfekt parat haben. In der Tat muss man vielleicht mal nachgucken. Aber das Problem ist ja, Sie zahlen aus den Sozialkassen die Pflege, die Krankenkasse und die Rente. Alles drei ist bereits unterfinanziert. Pflege weiß jeder, es gibt zu wenig Pflegekräfte, die Pflegekräfte verdienen auch zu wenig. Da müsste man eigentlich anheben. Krankenhäuser weiß auch jeder, Krankenschwestern verdienen zu wenig. Die Krankenhäuser sind am Anschlag, die brauchen eigentlich auch mehr Geld. Die Rente in Deutschland ist wirklich sehr niedrig. Das gilt nur nicht für die Pensionen. Im Schnitt bei ungefähr
Ja, also wenn man das, das weiß ich natürlich, aber bei den Frauen ist es vielleicht im Durchschnitt 1.000 und bei den Männern ist es höher, aber vielleicht so 1.500. Das heißt, auch die Rente kann man jetzt nicht noch weiter kürzen. So, und dann frage ich mich, man kann jetzt nicht sagen, und das tun sie ja, dass man bei den Sozialleistungen weiter kürzen will, um Steuerentlastung zu finanzieren, und ich wiederhole mich, die im Ende auch sehr stark Wohlhabenden zugutekommen. So, sondern sie mal mit ihren Wohlhabenden. Ja. Wenn Sie ein Konzept hätten, könnte man das ja detaillierter diskutieren. Aber Sie haben kein Konzept. Das, was wir gehört haben, würde vor allen Dingen die Wohlhabenden... Mal ganz kurz, warum sagen Sie das so einfach? Ja, es ist einfach so ein pauschaler Vorwurf. Lass uns das bitte einmal abräumen. Das ist wirklich spannend. Ja, fällt jetzt mehr, nehmen wir mal zwei Beispiele. Die Rente mit 63 und die Mütterrente. Nee, die könnte man dann nicht mehr machen. Bei den Steuern. Wohlhabenden, Steuersatz. Ja. Sie sagen, am Ende werden die auch entlastet. Ja, genau. Warum? Weil der Soli fällt weg. Der Soli ist wie hoch bei? Also den Soli zahlen nur noch Leute... Die Einzel ab 80.000 Euro. Genau, und das, das ist 5% zusätzlich auf die Steuerlast. So. So, und das heißt, wenn der wegfällt... Und das sind 10 Milliarden, die dann fehlen. Wenn der wegfällt... Ja, der fällt weg und stattdessen wollen Sie was erhöhen. Die werden dann oben auch entlastet, werden ja, in der Breite. Entlastet. Genau. Ich würde den Steuertarif das heißt, am Ende... Die sparen 5,5% und packen dann 3 oder 4% drauf. Habe ich das richtig verstanden, Herr Südikum? Das ist die Idee, wenn ich Herrn Lindemann richtig verstehe, wenn man den Soli abschafft, dass das eingebettet wird in eine große Steuerreform. Spannend. Es geht um eine große Steuerreform. Wo dann aber entsprechend, muss man aber auch sagen, dann eben einerseits der wegfallende Soli dann eben kompensiert wird durch entsprechende Steuersteigerungen oben. Ja, plus, wenn man eben unten noch entlasten will, muss man sozusagen zusätzlich oben noch belasten, weil sonst ist sozusagen nicht genug Geld da. Das heißt... Ihr das Gefühl, Frage, Sie können das jetzt nicht perfekt durchrechnen. Wir reden hier, wie Sie sagen, so ein bisschen ins Blaue, aber es macht trotzdem wahnsinnig Spaß, mal ein bisschen grundsätzlicher zu werden. Wenn die Sozialausgaben, also wenn ich es richtig verstehe, gedeckelt werden sollen und wir gleichzeitig, wie Frau Herrmann zu Recht sagt, sehr viele verpflichtende Ausgaben haben und für manches zu wenig ausgeben, wo würde gekürzt? Wo würden keine Sozialausgaben mehr geleistet, die wir jetzt leisten? Wir sind ja ungefähr bei 30%. Ich glaube, dass solche Wahlkämpfe wie 2017 nicht mehr stattfinden. Damals hat die SPD eine Rente mit 63 versprochen und auch umgesetzt, die sehr teuer waren. Heute fehlen die 10-20% Fachkräfte, die wir eigentlich bräuchten. Und diejenigen, die Unterstützung nötig haben, die mit 60 gar nicht mehr auf dem Dach stehen, die Pflegerinnen und Pfleger, die körperlich kaputt sind, die sind leer ausgegangen. Stattdessen hat man so eine Wohltat gemacht. Bei der CDU muss ich selbstkritisch sagen, ob das so richtig war mit der Mütterrente, muss man auch bezweifeln, weil diejenigen, die es wirklich brauchen, zum Beispiel jemand, der in der Grundsicherung ist, dort wurde es angerechnet. Es ist passiert. Ich möchte nur, dass wir in Zukunft... Wir räumen sowas, heute hier das ein oder andere Mantra. Ich möchte nur, sowas dann in Zukunft in Wahlkämpfen, so ein Überbietungswettbewerb, wer die teuersten Wahlkampfversprechen macht, und gerade im sozialen Bereich ist es ja interessant, dass das nicht mehr gemacht wird, weil das am Ende des Tages ist das Problem, es wird alles über Schulden gemacht, alles. Und diese Schulden sind vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der staatlichen Ausgaben. Das heißt nämlich, die Inflation geht hoch. Mhm. Und das sehen wir jetzt, 6-8% Inflation, das steckt uns allen in den Knochen. Und wenn wir da rauskommen wollen, muss der Staat bei sich erstmal anfangen und mit dem Geld auskommen.